Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario und Luigi Superstar Saga. Wir gehen jetzt hier nach oben und kommen hier nicht weiter. Ja. Sehr gut, dass wir. Ja. Gut, dass wir es ausprobiert haben. Jetzt wissen wir, dass wir nur hierher können. Ja, aber Hauptsache, es gibt zwei Wege. Fassspaß Teil 2. Eine Kurzballade in zwei Sätzen. Will neue Länder sehen, stehend auf dem Mann im Fass. Mein grüner Freund, der ist im Fass. Ich wähle die Aktion mit. Was? Mein grüner Freund, der ist im Fass. Ich wähle die Aktion mit L, steige auf das Fass mit B. Erstmal hochkommen. Boah, es war knapp. So. Bam. Nein, falscher Knopf. Ist das gerespawnt oder muss ich jetzt... Ah, muss ich wahrscheinlich nochmal aus dem Bild raus. Ja, wir dürfen natürlich nicht das was kaputt machen. Ich habe die Knöpfe mal wieder vertauscht. So. Jetzt müssen wir den Hammer auswählen. Nein, andersrum. So. Und jetzt? Hä? WTF? Ach so. Nein, 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 nein. Ich hab's verstanden, ich bin so doof. WTF, was hat mich denn jetzt angegriffen? Oh, Stachelviecher. Haben wir nicht gesehen. Naja, hauen wir die mal eben kurz und klein. Jetzt habe ich das auch verstanden. Ach, da ist ein Schalter. Ja, das muss mir auch mal einer sagen, ne? Das kann ja nicht riechen. Zack, tot, wunderbar, 6 HP reicht. Bäm, in deine Fresse, du scheiß Kugelfisch oder was auch immer du bist. Wahrscheinlich eine Kastanie, ich weiß es nicht. Ich darf da nicht drauf springen, oder? Ich glaube, ich probiere gleich mal, ob ich da drauf springen darf. Weil, das muss ja nicht unbedingt stachelig sein. Das sieht nämlich nicht stachelig aus, wenn das abfällt. Aber wahrscheinlich ist es stachelig. Oh Mann, ey, wir sind so blöd. Ich bin so blöd. Ihr saßt wahrscheinlich da die ganze Zeit. Oh, Kornel, du dummer Vollidiot, du musst da den Schalter betätigen. Ja, ist mir jetzt auch bewusst geworden. Bäm. So, zack, wunderbar. Und jetzt komm mit, Mario. Komm mit, komm mit, komm mit. Oh, falscher Knopf. Das ist Luigi, wenn er vorne ist. Bitte merken, bitte merken. Oh, das ist vorne, das ist hinten. Ja, danke, bitte merken, danke, 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 danke. Nein, und zack, und zack, und zack, und drauf, und wunderbar. So, Mario nach hinten. Das ist Mario. So, das hier ist Mario. Alles klar, das ist Mario. Danke, wunderbar. So, jetzt kämpfen wir noch gegen den Lakitu. Was zum Teufel laber ich, ey. Nicht der Lakitu, natürlich hier der. Bam! Auf dein Gesicht! Auf den Shy Guy. Boah, der guckt aber jetzt ein bisschen entblößt. Hau mir mit dem Hammer drauf, ja komm. Und du springst. Luigi ist einfach auch ein wenig schwächer. Jetzt dürfen wir sogar kontern, die haben wahrscheinlich verschiedene Angriffe. Und down sind sie. Ja, 30 Erfahrungen, die gingen relativ schnell. Sonst haben wir hier wahrscheinlich alles, da steht hier in Vito Veritas. Hier geht es nicht nach unten, dann gehen wir jetzt hier nach oben. Den Weg, den wir gerade freigelegt haben, benutzen wir dann auch logischerweise. Warum sollten wir ihn nicht benutzen? Hier können wir wieder speichern, will ich aber gar nicht. Will ich aber, ne. Ja, hier kommen wir wahrscheinlich dann trotzdem nicht hin, obwohl wir diese Hammeraktion haben. Weil das ein bisschen ist nicht eben. Das heißt, WTF. Ich bin Waldegard, der Wächter dieses Waldes.
In diesem Wald findet ihr die edlen Lachbeersträucher. Um hier zu passieren, müsst ihr 3 Lachbeeren in 3 Farben finden. Weiße Lachbeeren, rote Lachbeeren und Rosé-Lachbeeren. Bringt Lachbeeren in diesen 3 Farben her, dann gewähre ich Einlass. Ja, alles klar, der Junge hat Hunger, kann man verstehen, ne? Ich meine, wenn er Hunger hat, dann besorgen wir ihn halt Lachbeeren, ich weiß noch nicht genau wo. Aber das finden wir schon. Ist hier nix, ist hier, wow, da sind 3 Viecher vom Dach gefallen. Vom Baumdach quasi, ne? Ha, sie verstehen, ja. Natürlich verstehen sie, meine Güte. Ach ja, meine Damen und Herren, ey, mein Hals, ne? Meine Erkältung ist noch brandaktuell, aber es bringt ja nichts. Ich habe heute schon ein paar Parts aufgenommen. Aber... ja, es geht. Es ist zwar immer ein bisschen... es gibt dann so die Momente, wo es echt extremst wird, wo es echt knapp wird, so mit der Stimme. Das war doof. Es gibt immer echt dann die Momente, wo es knapp wird mit der Stimme. Einfach weil... So ein Stich gibt und dann ist es so richtig rau und kratzig in meinem Hals. Und es ist tatsächlich einfach... ich probiere es jetzt mal aus. Nee, okay. War ja eigentlich klar, aber ich wollte einfach mal für die Quote, wollte ich drauf springen. Naja. Aber wie schon oft erwähnt, ich möchte auch momentan einfach ein wenig noch auf Vorrat aufnehmen und... ja, keine Ahnung. Ich fühle mich jetzt so, dass ich schon aufnehmen kann. Ich hoffe einfach, dass es euch nicht allzu sehr stört mit der Stimme. Dass es nicht allzu schlimm ist, dass es sich jetzt ein wenig... meine Güte. Luigi ist nicht nochmal hochgesprungen. Das ist ärgerlich. Ich habe auch keine Attacke, die beide angreift, oder? Habe ich eine Bros-Attacke, die auf beide geht? Nee, habe ich nicht. Ja, dann mach halt. Ne? Boah, eine 24, krass. Und bam, dankeschön, eine 19. Ey. Die 24 waren toll von Luigi und jetzt macht er eine 19 einfach so. Ich würde gerne nochmal zurückgehen, weil ich gerne auf den Plan gucken will. Ich habe da, habe ich nach oben und nach rechts. Also ich habe da nur zwei Räume, okay. Gut zu wissen. So, wir müssen jetzt hier nicht gegen alles kämpfen, wobei da sind Shy Guys und die haben immer mehr. Wow! Neuer Gegner! So, dann töten wir erstmal den Shy Guy. Ja, mit Luigi habe ich es verkackt, aber. Wow! Fuzzis! Oh, 4-mal. Das war nicht in meiner Planung. Wow, aber die haben nicht so viel Leben. Oh, das hat Damage gemacht. Oh, au, ne. Luigi ist vergiftet, kann das sein? Guck mal, wie blass Luigi ist. Luigi, geht's dir nicht gut? Ist Mario gerade auf den gesprungen und hat... ich will das gerne nochmal... nee, Mario hat keinen Damage bekommen. Kann aber auch daran liegen, dass... Mario jetzt, dass er gestorben ist, aber ne, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. So. Ach, die Bohnen, hat mir das eigentlich jemand erklärt? Ja, das kenne ich. Hier sind hier überall so X auf dem Boden. Da muss ich jetzt Luigi in den Boden rammen und dann mit ihm hier auftauchen. Oder nicht? Doch, eine Grinsebohne. Ah, und das ist, glaube ich, überall in der ganzen Welt auch verteilt, mehr oder weniger. Da muss ich echt... ein bisschen, ja, drauf achten. Ich weiß gar nicht mehr genau, wofür diese Bohnen so genau sind. Ja, da ist zum Beispiel auch eine Bohne. Eine Grinsebohne, ja. Die muss ich sammeln, da muss ich halt immer mal drauf achten. Ob ich die auf dem Boden sehe und dann... oh, wollte ich hier hin? Wahrscheinlich. WTF.
Sind unsere Körper auch getrennt, so fliegt mein Herz, wohin es will, bei einem Druck auf Start. Das wollte ich nicht. Nimm mal den Hammer in die Hand. Haben wir hier was für echte Männer, Luigi? Ach so. Ja, I know what you mean. I know what you did there. So. Jetzt müssen wir nämlich hier getrennt voneinander diesen Weg bestreiten. Ja, dieser Weg wird kein leichter sein. Ne? Dieser Weg, der ist ja, steinig und schwer. Ja, und jetzt? Hä? Jetzt bin ich überfragt. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. So. Nein. Jetzt muss ich ihn hier wahrscheinlich ja so. Okay. Aber wie mache ich ihn denn klein? Ach so. Boah, das ist schwierig. Boah, fuck. Oh, das kriege ich nicht hin. Okay. Also, das ist der hintere. Immer der ist der hintere. ...15 Sekunden und ich muss mit Mario halt hinlaufen, ne? Nein! So, lauf, Mario! Lauf, 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 lauf! Ja! Oh! Jetzt bin ich eingesperrt. Ist egal. Boah! Das war gar nicht mal so einfach, Du erhältst eine weiße Lachbeere. Krass. Okay. Damit haben wir auf jeden Fall schon mal die weiße Lachbeere. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, hol ihn doch mal auf den Kopf. Dankeschön. So, einmal hoch. Wo war jetzt... War hier noch eine Abzweigung? Nee. Ach so. Nee. Okay. Das war das einfaches Rätsel. Ich dachte gerade... Ist egal. Ja gut, da kriegen wir die weiße. Dann kriegen wir wahrscheinlich hier eine andere. Oder wir brauchen nur noch zwei. Wie viele Räume haben wir denn hier? Hier haben wir ein bisschen... Ah, da kommen wir in diesen lila Raum wahrscheinlich, ja. Wo sind wir denn jetzt da? Wir haben 1, 2, 3 und dieses 4, 5. Ah. 1, 2, 3. Also wir gehen erstmal in den... Ja... Ja, wir gehen, glaube ich, erstmal links. Also die... Wow, Hilfe! I see what you're doing! Ich glaube, der erste Angriff hat nicht funktioniert. Naja. Das war gemein. Wie hätte ich das denn jetzt erkennen sollen? Ich weiß gar nicht, warum ich immer... Boah, eine 31! Meine Fresse! Ich rast völligst aus, Mario. Du bist der King of the World. Boah, ich hätte so Bock auf eine Currywurst. Oh. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Wahnsinn, ey. So, hier oben sind wir sicher. Hier oben beenden wir den Part an der Stelle. Wir haben jetzt eine von drei Lachbären. Zwei müssen wir noch suchen. Dann können wir da bei dem Baum durch. Und dann kriegen wir da wahrscheinlich irgendwie den Wein, den wir brauchen. Ich weiß es nicht. Wir werden einfach mal gucken, wie es weitergeht nach diesem Kampf. Ey, fick dich! Ich war gerade in meiner Abmoderation. Ich hätte nicht gedacht, dass du da hochwerfen kannst. Sprung, töte ihn. Sprung. Weil es nicht reicht, nehmen wir den Hopsbruder und töte ihn.
Bäm, bäm, bäm. Ja. Sehr gut. Ich bin so stolz auf euch. Ich bin so stolz auf euch. Ja, ihr seid der Wahnsinn. Ah, Sprung. Gut, also Luigi war wahrscheinlich gerade vergiftet oder so. Weil jetzt ist, man kann auf die drauf springen ohne Probleme. Naja, zwei Frischwurz, wunderbar. So, darf ich jetzt? Bitte, danke, eventuell, tschüss. Also bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und ciao, tschüss, euer Cornel.